Ja, herzlich willkommen. Let's Play Templar. Wir sind in Morrowind. Und gehen nach Balmorra. So, bevor wir da reinmarschieren, holen wir uns da unten noch den Schriebs. Dann noch gleich das Ahnengrab. Zumindest dachte ich das. Na, da ist es doch. Ihr da, Fremdländer, ich habe einen Vorschlag für euch. Da ist das Grab. Und jetzt gehen wir nach Balmorra rein. Ich fasse es nicht, dass wir uns an jemanden von außerhalb des Hauses wenden sollen, um Veja zu finden. Gasthaus zum Spitznetsch. Nice. Das haben bestimmt klein Kopfgeld. Nö, aber ein Handwerksstil. Gib das sofort zurück! Nee, nee, nee. Sind hier Wachen drin? Ich hoffe mal nie. Nee? Ich liebe es. Zunächst dachte ich, es wären die üblichen. Ja. Ich mag die Farbe. Aber, da ich meinen Handwerksstil nie unbedingt wieder hergeben will, müssen wir jetzt erstmal schnell in den Unterschlupf. Das Mütze steht immer noch hier rum. Ich kann eure Waren. So, schieben. Das natürlich. Das verkaufen wir. Was haben wir denn eigentlich? Blaupause. Kennen wir schon. Oh, 6.500.
noch mehr? Kennen wir schon? Nö, das war's erstmal. Oh, wenn wir eh mal hier sind. Ich handle nicht mit gestohlenen. Können wir ja gleich mal die Tasche wieder leer machen. Das ist alles zum Zerlegen. Und das ist alles zum Analysieren. Können wir noch schnell zum Bankier gehen? Ja, ja, eure Besitz. Museumsstück. Nö, das sollte es gewesen sein. Genau. Dann wieder auf nach Balmora. So, zurück in Balmora. Mein Kopfgeld ist weg. Schauen wir mal. Hier ist die... Hier ist das Buch. Was war das, Fürst Vivek heute keine Anbeter empfängt? Er ist ein lebendiger Gott. Ich bin mir sicher, er war nur... Hier komme ich gar nie rein. Weiß, aber wir werden nicht jünger. Wir kriegen schon noch die Gelegenheit, ihn zu sehen. Vivek ist ja nicht so weit weg, weißt du? Sprecht mir Kampfmeister. Nee, will ich aber nie. Will ich? Auf gar keinen Fall. Das heißt, ich muss hier einbrechen. Wenn ich hier rein will, dann brauche ich natürlich keine Zeugen. Gott, bin ich böse. Naja. Wenn ich gerade schon hier bin. Hier irgendjemand. Ihr meint also, dass ihr einfach hingehen könnt, wo immer ihr wollt? Jetzt reicht es mir. Ich such doch bloß ein Buch. Mensch.
Eure Anwesenheit ist mir unangenehm. Ja, mag sein. Ich bin nun gleich wieder weg. Wenn ich mein Buch gefunden habe. Hier ist zum Beispiel eine Kassette. Ich schätze, ihr seid hier aus Versehen hineingestolpert. Ja, natürlich. Los, setz dich wieder hin, Typ. Und er kann's nicht lassen. Wobei ich sagen muss, mit dem Schleicher geht das um einiges besser. Aber vielleicht gibt's ja noch einen Handwerksstil. Bricht hier ein und lässt die Wertkassette liegen. Wozu bist du denn hier, Typ? Auch nur ums Buch zu holen? Na gut. So, wir wollen es ja mal nie übertreiben. Deswegen verschwinden wir jetzt einfach wieder. So, haben wir hier noch was? Tempel des Tribunals. Na ja, klar, ne? Wenn wir immer hier sind, dann holen wir uns das. Wir brauchen es ja eh. Nee, nur über die Brücke. Die keine ordentliche Straße bauen können. Obwohl sich der ganze Ebenherzpakt versammelt hatte, konnte sich ein Spion einschleichen und den König... Ja. Mach ruhig. Das lasse ich jetzt hier bleiben. So, und irgendwo hier vor der Stadt müsste ja rein theoretisch
Quest weitergehen. Ihr solltet nicht hier. Brutale. Nun, ich. Früher war es eine. Im Ernst? Na klar, gehen wir da rein. Höchstwahrscheinlich müssen wir da eh rein. Wir sehen Schriebs. Und jetzt? Direkt die Ritualgegenstände. Was haben wir hier alles? Nee, das wollen wir nicht. Wir sind in Wardenfell. Ihr seht nicht wie eine wirklich. Die Wilden sind. Okay. Die tiefen Minenkammern. Sprecht mit dem Gruppenführer. Was gibt's hier hinten noch? Hui. Und wieder raus hier. Habt ihr gefunden, Wunder? Natürlich. So. Dann haben wir hier. Kommen wir hier nochmal in die Nähe. Na gut, dann nehmen wir die drei noch mit und porten dann hier hoch. Na? Dann nehmen wir das noch mit. Lass mich in Ruhe. So, was ist hier? Hier liegt irgendwo ein Buch. Ja.
hier eine Kiste da. Hui, klingt nach Gewitter. Und jetzt haben wir gesagt, hier unten noch. Können wir uns eigentlich hinporten? So, das ist schon ein bisschen Lauferei. Aber das ist dann zumindest auch ein Haus, was nie jeder hat. Das finde ich dann vielleicht schon mal gut. Dort ist das blöde Ahnengrab. Den Zettel unten noch mitnehmen. Da haben wir es wieder. Trolle müssen immer Steine schmeißen. Warum bin ich noch im Kampf? Keine Kiste. Da ist das Buch. Reicht jetzt auch. War jetzt hier noch was in der Nähe? Nö, hier haben wir alles. Da können wir quasi mal den ganzen geklauten Krempel loswerden.
Ach ja. So. Die meisten Händen. Was haben wir denn alles gekriegt? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das kommt weg. Schieben, schieben, schieben. Das nimmt das, 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 das. Ganzen Handwerksmaterial in die Kammer schieben. Das nimmt, das können wir zerlegen. Das können wir eigentlich verkaufen. Mitverkaufen. Gut. Haben wir hier noch was zum Verkaufen? Nö. Dann lagern wir das noch in die Bank ein und dann denke ich, reicht das auch für jetzt. Ich habe mal in einer Das passt soweit. Dann gehen wir noch die Blaupausen ab. Damit mal die los sind. Ich denn immer hier raus? Ich möchte doch hier hin. So, bist du? Da bist du. Arbeit, Fremdländer. Wenn ihr weiter. Wenn ihr weiter. Schön. Wie weit sind wir? Morrowind? Naja. Vieles, vieles offen.
Gut, beim nächsten Mal machen wir dann hier oben weiter. Untersucht Altruhen. Ja. Da haben wir wieder einiges zu tun hier. Das müssen wir uns mal noch holen. Gut, aber würde ich sagen, für heute reicht das. Dann wie immer, wenn euch die Videos gefallen, abonniert doch bitte den Kanal, teilt, liked die Videos, kommentiert schön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.